Hallo und herzlich willkommen zu Unbridled, dem ersten Teil von That Horse Game, das ich ja umbenannt hatte in Unbridled. Und jetzt könnt ihr schon euch derzeit mal den Horse Designer runterladen. Gibt es kostenlos auf Steam und dort könnt ihr euch schon euer Traumpferd gestalten, mit dem ihr dann auch in Unbridled, nämlich dem Pferdespiel, was dieses Jahr noch irgendwie mal in die Early-Phase gehen soll. Ich bin wirklich sehr gespannt. Da können wir uns jetzt derzeit nämlich unser Traumpferd selber gestalten. Und wie machen wir das? Was haben wir alles für Optionen? Das zeige ich euch jetzt. Als allererstes habt ihr hier die unterschiedlichsten Optionen. Und wenn ihr gerade gar keine Lust habt, irgendwie, sondern nur ein bisschen rumexperimentieren wollt, dann könnt ihr hier unten auf zufällig klicken und könnt euch so ein bisschen die Pferde eurer Wahl gestalten. Da seht ihr, da kommen schon einige sehr, sehr schöne Pferde raus, wie ihr hier seht. Und dann könnt ihr auch nochmal ein bisschen das Ganze gestalten. Zum Beispiel könnt ihr hier auch bei dieser Sache euer Pferd so ein bisschen bewegen. Denn ich finde nämlich gerade, wenn man das Pferd so ein bisschen in seinem Editor besser sehen möchte, kann man das so ein bisschen nach rechts bewegen. Was habt ihr alles für Möglichkeiten? Da dieser Horse Designer nämlich auch fürs Spiel dann später relevant ist, könnt ihr hier auch ein paar Traits und sowas einstellen. Also männlich, weiblich oder eben hier nochmal die Persönlichkeiten, die natürlich jetzt hier im Horse Designer gar keinen Einfluss haben, aber später dann natürlich im fertigen Spiel. Zusätzlich habt ihr hier auch die unterschiedlichsten Ausrüstungsgegenstände, die teilweise echt richtig nice ausschauen. Mein Favorite ist wahrscheinlich sogar sowas hier in der Art, mit der passenden Mütze dazu. Gefällt mir von der Optik her tatsächlich sehr, sehr gut. Ich bin gespannt, wie euch das Ganze so gefällt. Und dann gehen wir jetzt mal so ein wenig auf die Optionen ein. Hier haben wir so ein paar grundlegende Vorlagen der Pferde, die wir so als Vorabding nehmen können. Und haben dann hier bei der Gestaltung so die Möglichkeit, nämlich alles so umzuändern. Einerseits eben, wie ihr hier seht, die Augen, dann die Wimpern sogar. Dasselbe gilt fürs andere Auge und für das andere Augenwimpernpaar. Dann seht ihr hier vorne so ein bisschen die Schnutenhaare, die wie brissen. Dann haben wir das Fell, wo wir auch wirklich jede Menge unterschiedliche Fellfarben haben, mit denen wir so ein bisschen rumexperimentieren können. Und dann seht ihr auch, wenn wir die passenden Fellfarben haben, können wir dazu passend dann auch nämlich die Abzeichen gestalten. Geht wie gesagt nicht bei jedem, aber so müssen wir eben die passenden haben. Da seht ihr auch hier, was wir dann nämlich ändern können. Einmal sehen wir beim Kopf die Sachen, dann sehen wir hier bei dem Körper. Dann haben wir hier unten nochmal die ganzen Sachen an den Beinen, die wir hier so gestalten können. Und dann gehen wir eben einmal zur Frisur. Da seht ihr hier schon selber, dass wir da auch ein paar Varianten haben. Das erste, was wir haben, ist eben vorne dieser Part hier. Da seht ihr, haben wir unterschiedlichste Varianten. Dann haben wir da die Mähne und eben auch den Schweif, den wir gestalten können. Finde ich an sich alles einen sehr, sehr coolen Editor. Und dann haben wir auch nochmal hier die Haarfarben, eben der vordere Part, hier der Part oben bei der Mähne. Und eben der Schweif. So können wir die ganzen Sachen eben gestalten, können dann nochmal, wie gesagt, hier so ein bisschen beim Randomizer ein bisschen rumspielen und da unterschiedlichste Pferde basteln. Da gibt es ein paar, die sehen halt richtig nice aus. Also, muss ehrlich sagen, gibt ein paar wirklich coole Sachen, die da so rauskommen. Boah, das ist voll schön. Boah, das hier gefällt mir auch richtig gut. Und wenn ihr dann zufrieden seid mit dem Ganzen, dann könnt ihr nämlich hier auch so ein bisschen die Animationen gestalten. Das heißt, ihr könnt hier Wiedergabegeschwindigkeit, ihr könnt auch hier gucken, was ihr dann für unterschiedliche Bewegungen euch so ein bisschen anguckt, was das Pferd so machen kann. Habt dann auch Möglichkeiten eben zu gucken, wie die Piaffe, eben den Schritt, generell so ein bisschen die Laufanimation. Und dazu könnt ihr dann auch noch hier so ein bisschen so ein paar Filter einstellen. Und wenn euch dann das Ganze so gefällt, macht ihr dann hier so eine Aufnahme, klick und schon habt ihr dann eure finalen Sachen. Und wenn ihr wissen wollt, wo das Ganze hingekommen ist, könnt ihr dann hier den Speicherort öffnen und habt da dann final nämlich das, wo eure Sachen dann sind. Also einfach mal so ein bisschen
Da, und ihr könnt dann auch, wenn ihr mögt, wenn ihr mögt, könnt ihr dann nämlich auch hier die Wiedergabegeschwindigkeit so weit reduzieren, dass ihr dafür ein besseres Bild machen könnt. Wenn ihr zum Beispiel sagt, okay, hier, ich will halt gerade das hier eben so ganz gerne haben, dann könnt ihr da nämlich auch nochmal so ein bisschen das Ganze besser machen. Und dazu vielleicht auch nochmal so ein bisschen die Platzierung, je nachdem, wie ihr halt so ein bisschen rumschauen wollt. Habt ihr so die Kameraposition, habt doch das Sichtfeld, wenn ihr mal ein bisschen näher an das Ganze rangucken wollt. Sieht eigentlich, muss ich sagen, schon ziemlich cool aus. Gefällt mir persönlich eigentlich sehr gut. Wenn man sich das Ganze mal so ein bisschen anschaut. Und ich finde, dass man damit einfach schon ganz gut was basteln kann. Das Pferd hätten wir dann für uns dann im Spiel, wenn es so fertig ist, wie es uns eben gefällt. Und damit könnten wir dann im Endeffekt in Unbridled, in That Horse Game, nämlich starten. Wenn es dann final rauskommt, wird noch ein bisschen dauern. Generell, wenn ihr auch ein bisschen hier nochmal rumbasteln wollt, habt ihr natürlich auch die Möglichkeit, hier so ein bisschen die ganzen Sachen einzustellen. Wenn es bei euch ein bisschen leckt, solltet ihr das hier ein bisschen runterstellen eben. Und dann habt ihr nochmal die Sprachmöglichkeiten hier. Und ich bin persönlich eigentlich von den Pferden derzeit recht überzeugt. Das mir gefallen sie sehr gut. Ein paar Sachen finde ich jetzt noch nicht so geil eben, aber das ist noch alles in der Early-Phase. Aber ich bin gespannt, was ihr dazu zu sagen habt. Ich sage danke fürs Zuschauen und wünsche noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.